Für mich hier bei der Contago im Rheinhafen ist eine solide Partnerschaft zwischen der Schweiz und Europa sehr wichtig, da sonst der Innenexport sehr eingeschränkt wäre. En tant que chercheur suisse, je pense qu'il est absolument essentiel d'avoir un partenariat solide avec l'Europe pour que les chercheurs suisses puissent attirer les meilleurs cerveaux dans toute l'Europe, qu'on puisse engager les meilleurs chercheurs de toute l'Europe et également pour que les chercheurs puissent participer au meilleur des projets de recherche et de développement au sein de l'Union européenne. Für mich als stellvertretende Abteilungsleitung ist es sehr wichtig, dass nach wie vor die Zusammenarbeit mit Europa bestehen bleibt, weil ich habe sehr viele Mitarbeiter im Team, die auch wie ich aus dem Ausland kommen und auf die möchte ich einfach nicht verzichten. Für mich als Akteur im Tourismus ist eine solide und tragfähige Partnerschaft mit Europa existenziell wichtig. Es ist wichtig, dass Gäste frei im Euroraum und auch in die Schweiz reisen können und möglichst keine Grenzen haben und möglichst keine Hindernisse haben, um hier herumzureisen. Für mich als Co-CEO der Forster-Rohner AG ist eine solide Zusammenarbeit mit der EU wichtig, weil wir 60% unserer Produkte in den europäischen Raum exportieren und weil wir auf möglichst unbürokratische Prozesse mit der EU angewiesen sind. Für mich ist als Filmproduzent das Zusammenarbeiten mit Europa wichtig, weil ich weiss, dass wir hier in der Schweiz ganz viel Potenzial haben, kreatives Potenzial und auch wirtschaftliches Potenzial in der Filmbranche, das wir ins Ausland tragen können. Und es ist schade, wenn wir das nicht nutzen können. Für mich als grösster Käseproduzent im Appenzellerland hat das sehr grosse Bedeutung. Es ist ein sehr wichtiges Standbein. Ein Drittel unserer Käseproduktion exportieren wir in die EU exportieren, namentlich Deutschland und Frankreich. Für mich ist eine solide Partnerschaft mit Europa essentiell, weil wir eben auf ganz unterschiedlichen Ebenen Partner sind. Und Partner bedeutet eben auch Freundschaft. Und diese Freundschaften sind lebensprägend. Und das durfte ich im Erasmus-Jahr erfahren und hat mich täglich bis heute inspiriert. Für mich als CEO für das Skyguide ist es wichtig, dass wir sehr eng mit Europa zusammenarbeiten. Wir bewirtschaften 40% der Lufträume in Europa, in Deutschland, in Frankreich, in Österreich und Italien. Das ist vor allem nötig, damit die Flughäfen Zürich und Genf gut an- und abgeflogen werden können. Für mich als Schweizer Unternehmer in Frankreich ist es wichtig, dass wir eine solide Partnerschaft haben. Wir suchen Klarheit, Stabilität und Sicherheit und Regelungen, die auf vernünftigem Menschenverstand beruhen. Und darum möchte ich, dass die bilateralen Verträge bestehen bleiben.